Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Das ist Eckart, ich bin Jan und Eckart ist erst 30 Jahre alt. So sieht es aus. Das bedeutet, mein Führerschein ist auch erst 12 Jahre alt. Das heißt, du hast schon den neuen bekommen, ne? Genau, Führerschein Klasse B, mit der ich maximal 3,5 Tonnen fahren darf. Aber keine Anhänger. Doch, aber Auto plus Anhänger darf zusammen nicht mehr als 3,5 Tonnen wiegen. Wusstet ihr das? Ich wusste es nämlich nicht und mich haben auch schon mehrere Leute, die den neuen Führerschein haben, angesprochen. Sag mal, wie sieht denn das aus? Ich darf gar keinen Hänger mehr fahren. Da habe ich gedacht, das ist ja dumm, du kannst ja nicht mal die Gartenabfälle wegbringen. Ja, darfst du aber doch und die Mobilität schreitet voran. Wir fahren immer mehr elektrisch. Bist du schon mal Hänger mit dem E-Auto gefahren? Nein. Ich auch nicht. Also ich freue mich wie Bolle. Ich habe mir jetzt einen Hänger gekauft, weil ich unter anderem Motorräder transportieren möchte, aber auch andere Sachen. Und wir haben noch lustige Sachen vor. Und für mich ist es auch das erste Mal elektrisch fahren. Für mich auch. Und das Coole ist, Genesis hat uns hierher eingeladen. Hier steht ein GV60, da hängt ein Pferdeanhänger dran und wir dürfen heute verschiedene Sachen ausprobieren. Wir dürfen hier auf einer bewässerten Fläche mal ordentlich bremsen. Ja, und das ist schon spannend genug, finde ich. Ja. Anfahren. Richtig. Da wissen wir ja auch, elektrisch fährt sich anders an als ein Benziner, ist nun mal so. Genau. Und dann dürfen wir mit diesem ganzen Gespann auch mal zügig einen Slalom fahren. Ja, und wir haben das Glück, das ist hier alles gesperrte Fläche und wir können uns hier so ein bisschen austoben. Das wird nicht allzu spektakulär aussehen, wie das immer so ist. Ja, ne? Aber es wird sich bestimmt spektakulär anfühlen. Ja, okay, Weltpremiere. Ich fahre jetzt das nächste erste Mal an mit einem Anhänger im Elektroauto. Fühlt sich an wie normal, ist allerdings leiser, weil kein Verbrenner läuft. Und es ist sehr gleichmäßig, so fühlt es sich an. Ich streiche jetzt natürlich auch das Fahrpedal, weil ich ja darum weiß, dass hier 700 Newtonmeter mal eben ans Fahrpedal springen können. Und wenn man das jetzt mal so durchdrückt, merkt man gleich, ja, dass das Gespann einfach losfährt. Also ich finde es angenehmer. Ich habe als Vergleich für euch da draußen, ich fahre ja meinen Range Rover, 2002er Baujahr, mit einem alten Alu-Hänger, der auch 800 Kilo wiegt. Vom Gewicht her sind wir fast so ähnlich aufgestellt wie hier gerade. Aber erstmal poltert es deutlich weniger als bei meinem Gespann. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Anhänger-Zuppeln auch gar nicht da ist. Also ich kenne das so, wenn ich so ein bisschen Gas gebe und dann wieder vom Gaspedal runtergehe, dann zuppelt er so. Und das ist hier sehr, sehr, sehr geradlinig. Als allererstes beschleunigen wir einfach mal durch. Das hört sich jetzt total trivial an, aber der Unterschied vom Elektroauto zum Verbrenner ist ja, dass ich hier sofort die volle Leistung zur Verfügung habe. Im Beispiel vom Genesis GV70 Electrified, den wir gerade fahren, sind das 370 kW, also 490 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment, die sofort wirken können. Das Besondere ist hier außerdem, wir haben vor uns eine bewässerte Fläche mit zwei unterschiedlichen Reibwerten, links und rechts. Und jetzt gucken wir einfach mal, was die Elektronik so macht mit so einem 800 Kilo Hänger hinten dran und einem Zug, der insgesamt 3 Tonnen wiegt. Als erstes Boost aktivieren und jetzt festhalten, Kickdown. Ja, man spürt, dass eine Seite mehr Traktion hat als die andere. In diesem Fall hat die linke Seite etwas mehr Traktion. Da kann also ein bisschen mehr Kraft übertragen werden. Dadurch fängt das Auto an zu gieren, also um seine Hochachse zu drehen und zieht so ganz leicht nach rechts. Ich muss aber eigentlich nur das Lenkrad gut festhalten, gerade halten. Die Elektronik hilft mir hier und ich fühle mich in jedem Fall nicht unsicher. Wir machen das Ganze jetzt nochmal, nur mit etwas verschärften Bedingungen. Links ist jetzt noch mehr Grip und rechts ist weiterhin wenig Grip. Ich halte hier wieder an, fahre erstmal komplett aufs Nasse, aktiviere den Boost-Modus und gebe Kickdown. Achtung! Ja, jetzt merkt man es wirklich doll. Jetzt fängt das ganze Auto an, sich fast schon so ein bisschen querzustellen. Aber auch hier, ich merke neben dem sich querstellen auch, dass die Elektronik mir die Leistung versucht, so ein bisschen hin und her zu regeln und mich dadurch versucht, gerade zu halten. Und das hat sie in diesem Fall auch geschafft. Ich habe nicht gegengelenkt. Und das ist ja auch das Schöne bei den Elektroautos. Früher hat man ja gesagt, ja, so ein Hecktriebler, den willst du gar nicht fahren, Mutti, Vati, wer auch immer. Viel zu gefährlich. Mittlerweile mit der Elektromobilität können die das so schön dosieren, dass es fast egal ist, ob man Hecktriebler, Fronttriebler oder Allrad fährt. Die Profis merken es natürlich, aber wir als normale Anwender, wir merken das eher weniger. Zweite Disziplin, das Bremsen aus 40 km/h und zwar richtig bremsen, so 35, 40 und Vollbremsung.
Vielleicht habt ihr es quietschen gehört. Das war nicht der GV70, sondern das war jetzt der Hänger. Denn, kleine Besonderheit, wir fahren hier einen auflaufgebremsten Anhänger. Wenn du also stark bremst, komprimiert sich die Auflaufbremse und irgendwann ist der Punkt überschritten und die Räder vom Hänger blockieren einfach. Das war das Quietschen. Der GV70 regelt natürlich trotzdem genauso mit ABS nach, kommt souverän zum Stehen. Der Hänger kann aber quietschen. Jetzt habe ich gerade den Instruktor gefragt, was mache ich denn in so einer Situation im Alltag? Und das ist nicht so einfach zu sagen. Die beste Antwort ist eigentlich, wenn da ein Hindernis ist, bremsen. Du musst ja zum Stehen kommen. Wenn du ein sehr geübter Autofahrer bist und Platz hast zum Ausweichen und merkst, der Hänger schiebt dich quer, kann eine Lösung sein, die Bremse wieder zu lösen, damit diese Gleitreibung aufhört, du wieder Haftreibung bekommst und der Hänger dich nicht mehr querschiebt. Das aber eher für Profis und im Zweifel bremsen. Gut, jetzt nehme ich mal Fahrt hier auf. 30 km/h ist angesagt. Bin auf dem nassen Grund und trete mal voll auf die Bremse. Und das wollte ich schon immer mal machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie verhält sich das so? Der Hänger läuft gerade durch. Wir sind vorhin mit dem Instructor, der ja auch neben mir sitzt, ein paar Mal hier mitgefahren. Und er ist so ein bisschen schneller gefahren, hat ein bisschen mehr gebremst. Und dann merkt man dann, irgendwann fängt der Anhänger auch an, sich aufzustellen oder sich querzustellen. Wichtig ist erstmal bei der Vollbremsung, auch mit dem Hänger, ihr macht genau das Gleiche wie bei der Vollbremsung mit dem Auto, bei der Hänger natürlich am Lenkrad und so eine zack, explosive Bremsung halt aufs Bremspedal, dass das Auto zum Stehen kommen kann. Und wenn ihr mit Hänger fahrt, im Idealfall passiert euch nichts und ihr bleibt halt auch gerade stehen. Wenn es schief läuft, dann solltet ihr aufmachen, wenn es halt geht. Bloß wenn die Mauer immer näher kommt, dann bleibt ihr halt trotzdem auf der Bremse stehen. Disziplin Nummer 3, der Slalom mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Wir haben ja immerhin 800 Kilo hinten am GV70 hängen. Wie fühlt sich das an? Erstaunlich unspektakulär. Das Auto hat einfach so viel Kraft und ist so modern wie die meisten modernen Autos, dass ich gar nicht so sehr merke, dass hier ein Hänger dran hängt. Ich glaube, das ist auch die Gefahr. Denn wenn du einmal zu schnell bist und sich der Hänger aufschaukelt, dann hast du kaum noch eine Chance. Entweder du bist der absolute Vollprofi, was die allerwenigsten von euch sind, und bremst exakt in dem Moment, wo sich der aufgeschaukelte Hänger genau hinterm Fahrzeug befindet. Oder du machst es einfach gleich richtig, fährst vorausschauend, nicht zu schnell und immer dran denken, Hänger hinten dran. Ich habe schon oft von Leuten gehört, die einfach vergessen haben, dass sie was hinten am Auto hängen haben. Und da kannst du nicht so schnell fahren wie ohne. Und auch bei dem Slalom, finde ich, merkt man, dass das Auto leicht regelt immer. Also nicht so extrem wie jetzt mit dem unterschiedlichen Untergrund zum Beispiel. Aber ich finde, so rein vom Gefühl her, fühlt sich Anhängerfahren mit dem Elektroauto einfacher an als mit dem Verbrenner. Hängerziehen mit Elektroauto ist voll geil. Warum? Weil du diese ganze Power hast, zumindest wenn du so viel Kraft hast wie hier im GV70. Das fühlt sich so souverän an. Habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, hier mein Range Rover, der ist behäbiger dabei. Ja. Das ist hier alles so. Ich finde es einfacher. Ja, Anhängerfahren mit Elektro ist einfacher. Ja, weil es ist so 1-0. Ja, aber es verleitet natürlich auch dazu, dass man Sachen macht, wo man denkt, ja, ich fühle mich hier sicherer, als ich wirklich bin. Darum empfehlen wir beide immer, staatlich empfohlen quasi, macht Fahrsicherheitstrainings. Das gibt es auch für Anhängerfahrten. Ja. Sucht beispielsweise nach einem ADAC Proving Ground in eurer Nähe und guckt, ob sie da anbieten, Fahrsicherheitstraining auch mit Anhänger. Genau, und so ein Fahrsicherheitstraining ist auch kein Eingeständnis von Nicht-Können am Auto, sondern ganz im Gegenteil. Du lernst halt in so einem Fahrsicherheitstraining mal Situationen kennen, die du, wenn du sie im Straßenverkehr kennenlernst, nicht mehr beherrschen kannst, weil dann ist es zu spät. Ja. Ich nehme jedes mit, seit 10 Jahren, jedes Fahrsicherheitstraining, was mir die Hersteller anbieten, weil ich merke halt, ich werde sicherer. Ich werde kein besserer Fahrer. Ich werde aber sicherer bei manchen Situationen. Ich kann nicht sagen, es hat mir bisher schon den Arsch gerettet, aber es macht mich auf jeden Fall sicherer auf der Straße. Du weißt, was dich erwartet, wenn du in den Grenzbereich kommst. Ja, so ist es. Richtig. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Ich verabschiede mich immer zuerst, deswegen mache ich das auch heute wieder so und sage wie immer, bleibt in Fahrt. Euer Eckhardt. Ich möchte euch noch mitgeben, falls ihr Angst habt, Elektromobilität, ne, wie bewege ich meinen Wohnwagen, meinen Anhänger, dies, das, Ananas, fahrt mal zum Händler eurer Wahl, sagt, ich möchte das mal ausprobieren, Elektroauto mit Anhängerkupplung, stellt es mir bitte zur Verfügung und probiert es aus. Es ist wirklich deutlich einfacher, als man denkt. Jetzt habe ich mich schon verabschiedet, aber eine Sache ist mir zum Schluss noch eingefallen, die vielleicht problematisch sein kann bei der Elektromobilität mit Hänger. Ja. Erinnerst du dich noch an den Anfang? Ich dürfte dieses Gespann zwar gerade noch so fahren, aber nichts mehr in den Hänger laden. Ja, das ist ein Problem. Also Kinder, macht auch schön den Anhänger-Führerschein. Seid nicht wie Eckhardt. Gut, ich verabschiede mich jetzt auch. Kinder, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.